Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ring Fit Adventure. Wir gehen rein ins New Game Plus. Also in Wirklichkeit sind wir da letztes Mal schon ein bisschen reingegangen, aber nicht weit. Und wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Ich bin ein klein bisschen gespannt. Tag 113 unseres Abenteuers. Übungsintensität ist super. Ich meine, wir haben das ganze New Game Plus mit höchster Übungsintensität durchgespielt. Dann werden wir das jetzt nicht senken. Und ja, hört auf, danach zu fragen. Meine Güte. So, Stretching. Yes. Bitte achte stets auf die richtige Haltung. Es geht los. Und? Hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Bewege die Knie eher nach oben statt nach vorn. Letztes Mal. Okay, gut. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Das Knie schön weit nach außen. Letztes Mal. Okay, gut. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Mache einen tiefen Ausfallschritt nach vorn. Die Knie nicht zu weit nach vorne. Die Füße sollten gerade nach vorn zeigen. Ein Durchgang noch. Gut, genau so. Stehe nun etwas breiter. Hebe den Ringkorn über den Kopf und lehne dich zur Seite. Der untere Rücken sollte gerade bleiben. Beuge dich beim Ausatmen. Ein Durchgang noch. Gut gemacht. Alright. Stimmt, das ist das Kapitel 47. Ich hatte irgendwie 48 im Kopf, aber na, passt schon. Wow. Warte, wir haben 300 EP dafür bekommen, aber 315 EP insgesamt. Wo kommen die 15 EP her? Oh, es könnte Klamottenbonus sein. Kriegen wir 5% mehr EP? Durch unsere Klamotten? Das würde erschreckend viel Sinn machen, dass es dann 315 sind. Ja, okay, hier ist immer noch der Stern dran, das heißt, da wird leider nichts passiert sein. Aber gut, wir haben ja auch eh alles verbessert bekommen, von daher, jetzt fein. Mich wundert es, dass der Katalog nicht mehr vollständig ist. Ah doch, die Zutaten sind noch vollständig, okay. Es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Tränke, die wir offenbar nicht gefunden haben. Oder nicht gemixt haben. Ja, okay, nee, das, die haben wir wahrscheinlich einfach nie gemixt. Weil haben wir nicht gebraucht. Weil ich ja so gut wie nie Tränke einsetze. Die Frage ist, kommen hier noch neue Klamotten? Das sind einerseits... Oh ja, da kommen auf jeden Fall noch neue. Oh ja. Okay. Na gut, dann erstmal rein hier in den vergänglichen Tempel. Oh, die Batterieleistung lässt nach, das ist ja Satch. Na, für die 5 Minuten in dem Level wird es reichen und danach wechsle ich mal, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir in Übungen mit drin haben.
Oh, wir haben die Squats mit reingenommen. Ich hasse mich ein bisschen dafür, warum habe ich das getan? Oh, die Sumo-Squats sogar. Why did I do that? Oh Gott. Und los geht's. Spanne den Bauch beim Zudrücken an. Wunderbar. Elegant. Superklasse. Du bist spitze. Okay. Spitzenklasse. Prima. Jawohl. Super. Wunderbar. Fantastisch. Spitze. Super. Schön. Weiter so. Klasse. Gut. Ganz toll. Perfekt. Genau. Toll. Spitze. Spitze. Okay. Gut so. Super toll! Toll! Perfekt! Okay! Genau! Und jetzt schneller! Wunderbar! Ganz toll! Genau! Prima! Jawohl! Noch 10! Okay! Weiter! Euch die Muskeln. Okay, ich hatte vergessen, dass wir prinzipiell ganz, ganz am Anfang vom Spiel sind, auch wenn wir im New Game Plus Plus sind. Ich muss mal ganz kurz eine Sache gucken. Habe ich das? Okay. Und man Monster halt wieder so mit einer einzigen Übung besiegen kann. Also zumindest die kleinen Hüpfer. Ich wollte den Joy-Con tauschen. Alright. Ja, toll gemacht. Großartig. Echt klasse. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Oh, wir haben die Armdrehung gar nicht mehr drin. Na dann, Abwärtspresse. Haben wir gerade echt nur eine rote Übung drin? Nee, einen Bogenzug hätten wir noch, aber der macht halt weniger Schaden. Abwärtspresse. Und los. Vorgebeugt den Ringkorn drücken. Toll. Du bist spitze. Okay, perfekt. Spitze, elegant. Super klasse, super. Jawohl. Gut, Spitzenklasse. Ganz toll, super toll. Schön. Ja, so. Wunderbar. Toll. Okay. Super klasse.
Fantastisch! Super! Super toll! Spitze! Genau! Super! Okay! Fantastisch! Wunderbar! Spitzenklasse! Also vielleicht kommt es mir nur so vor, moin Drake übrigens, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die einzelnen Wiederholungen jetzt länger halten zu müssen. Mag aber auch daran liegen, dass ich diese Woche bislang hauptsächlich individuellen Modus gemacht habe und den kannst du ja quasi nicht auf die Übungsintensität 30 stellen, der ist ja irgendwie knapp da drunter. Also der ist so, keine Ahnung, umgerechnet wahrscheinlich so 27 oder so auf Max-Level, vielleicht hängt es damit zusammen. Und nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Soweit es bequem ist. In die Hocke. Und strecken! Abschluss! Ich möchte eigentlich irgendwann wirklich mal die Voice Samples von Ringo irgendwie rausschneiden. Und halt entweder einen weirden Remix damit machen. Oder das irgendwie mit einer kleinen Bluetooth-Box irgendwo auf einem Festival-Dixie laufen lassen. Halt einfach so at random Sprüche wie und nun die Abschlusspose, damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Und je weiter du runtergehst, desto besser läuft's. Und einfach so, ist einfach so viele Sachen, die ich eigentlich nicht auf dem Dixie hören wollen würde. Oder so Sachen wie... Keine Ahnung. Dies spricht die Bauchmuskeln an. Also, lässt sich viel mitmachen. So, mal gucken, was der Drakokampf zu sagen hat. Wenn ich darüber nachdenke, es ist nicht gerade einfach für jemanden auf deinem Niveau ein passendes Fitnessprogramm zu finden. Aber das hält mich nicht ab. Jeder, der sich verbessern möchte, ist im Drako-Stadion willkommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. 13 Minuten, okay? So, gucken wir mal. Ach, 13 Minuten laufen wir, okay. Was für ein Angeber. Hör zu, Mumm, das muss ich euch lassen. Mit sowas kenne ich mich aus. Und du da, du hast ganz schön was für deinen Körper getan. Netter Fortschritt,
so von einem Sportler zum anderen. Ich frag mich richtig, ob ich dir hier noch etwas beibringen könnte. Ha, du willst Bench trainieren? Das will ich sehen. Okay, ich mach mit. Doppelcoaching für dich, Bench, okay? Wait, what? Freut mich, hast du gehört? Jetzt gibt's eine Trainingsstunde bei dem Besten. Willst du jetzt gegen den Ring mitkämpfen? Wähle eine Übung! Nee, okay. Verdoppel alle Übungen. Sure thing. Ich fange mit dem Core Twist an. Den haben wir ewig nicht gemacht. Core Twist! Ich hab bisschen Bock drauf. Schön drehen. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Mitte stabil. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hälfte geschafft. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Noch 20. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Noch 10. Rechts, links. Das war gefühlt viel zu langsam. Bleib in die Knie und spann. Glück gehabt. Wähle eine Übung zum Angreifen. Stimmt, das hat ja alles keinen Cooldown mehr. Das habe ich völlig vergessen. Oh, ja, Zeit rein da. Oh Gott, kein Cooldown mehr, so offen einfach. Langsam beugen. Und langsam zurück. Nicht mit Schwung nach oben. Noch 10. Eine Übung. Na gut, dann nehmen wir mal irgendwas mit Single Target. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Bein anziehen. Seitliche Winkelhaltung, die haben wir auch gefühlt ewig nicht gemacht. Seitliche Winkelhaltung. Den linken Fuß vor, das rechte Bein nachziehen. Alles klar, kann ich. Langsam nach links drehen. Und langsam zurück. Schön weiteratmen. Halt gefühlt überhaupt nicht bewegen, um die Bewegung halt vollständig zu machen. Langsam nach links. Also das ist halt so. Gut. Sonst die Erkennung, wenn sie zu spät kommt, kommt sie gerade zu früh. Langsam nach rechts drehen. Und langsam.
langsam zurück. So trainierst du die Taillenmuskulatur. Also, Flexi dreht sich im Bild ja wirklich so um 90 Grad und bei mir hat er irgendwie bei 45 Grad oder 50 Grad gefühlt schon erkannt, so, ja, nee, Bewegung ist, also reicht bis hier. Denke ich mir so, nee, eigentlich nicht. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Es geht noch weiter. Moin, Alteron. Anziehen. Oh Gott, ich werde es bereuen, oder? Aber hey, wofür habe ich die Übung reingenommen? Und los! Füße heben, um den Bauch zu stärken. Okay, weiter so! Gut! Superklasse! Gut so! Jawohl! Okay, du bist spitze! Okay, super klasse! Spitze! Ganz toll! Spitze! Gut! Prima! Super! Fantastisch! Genau! Super! Gut! Wunderbar! Spitzenklasse! Okay, super toll! Super! Perfekt! Schön! Elegant! Okay, Spitzenklasse! Wunderbar! Vollgas! Toll! Super! Prima! Okay? Weiter so! Noch 10! Weiter so! Toll! Gut! Ganz toll! Dranbleiben! Noch 5! Spitze! Genau! Noch 3! Wunderbar! Okay! Noch einmal! Toll! Toll gemacht! Steh wieder auf, aber keine Eile, ja? Das lief gleichzeitig besser als gedacht und war anstrengender als gedacht. Weiter drücken! Nächste Übung! Gib alles! Ich glaube, das Hauptproblem beim Beinanziehen, was ich habe, ist, dass man sich so ein bisschen den Bauchraum einklemmt und sich einfach so den Platz zum Atmen wegnimmt. Also nicht komplett, aber so ein bisschen halt. Schenkelpresse! Spitze!
Jawohl! Fantastisch! Prima! Elegant! Genau! Perfekt! Spitze! Super toll! Okay! Du bist spitze! Superklasse! Superklasse! Jawohl! Ganz toll! Super! Okay! Okay! Weiter so! Super! Gut so! Superklasse! Du bist spitze! Okay! Weiter so! Klasse! Spitze! Prima! Wunderbar! Genau! Spitze! Gut! Schön! Atme durch die Haut, ja, vielleicht nicht. Was mir so auffällt, wir haben quasi alle Cardio-Übungen rausgenommen, bis auf den Seilschritt mit Heben. Also nicht, dass wir vorher unfassbar viele drin hatten, aber 2 von 3 Cardio-Übungen haben wir rausgenommen. Seilschritt mit Heben. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen was anpassen. Schwungvolle Bewegungen. Ich merke, wenn mich Ringo nicht dran erinnert, trinke ich auch einfach nichts. Einfach 15 Minuten Bewegung, noch nicht einen Schluck getrunken. Cheers. Jawohl! Fantastisch!
Schön! Elegant! Superklasse! Fantastisch! Wunderbar! Toll! Du bist spitze! Ganz toll! Jawohl! Perfekt! Genau! Und jetzt schneller! Okay! Weiter so! Okay! Noch fünf! Dranbleiben! Ganz toll! Noch drei! Toll! Schön! Noch einmal! Okay! Gut! Seitenwechsel! Ja, seit wann geht das so auf die Schultern? Holy shit! Und los geht's! Die Ellbogen nicht sinken lassen! Okay! Superklasse! Schön! Spitzenklasse! Prima! Super! Superklasse! Weiter so! Spitze! Elegant! Wunderbar! Spitze! Toll! Super toll! Ganz toll! Gut so! Gut! Spitze! Ganz toll! Weiter so! Okay! Super! Fantastisch! Toll! Jawohl! Gut so! Ganz toll! Super toll! Wunderbar! Und Turbo! Spitze! Weiter! Weiter! Noch fünf! Superklasse! Prima! Das war der Knaller! Na, erst Dialog oder erst Abschlusspose? Erst Abschlusspose. Runter in die Hocke. Und hoch. Abschluss! Ich merke auf jeden Fall, zum individuellen Modus ist es ein krasser Kraftunterschied, den man braucht. Also weil individueller Modus, das Maximum, was man beim Bogenzug einstellen kann, ist glaube ich 14 für jede Seite. Das waren jetzt glaube ich 20 für jede Seite, die wir theoretisch gemacht hätten, wenn es bis zu Ende gegangen wäre, aber fast. Haben wir 20 für jede Seite gemacht und man muss die auf jeden Fall länger halten als bei Max-Stufe im individuellen Modus. Es ist doch nochmal eine deutliche Steigerung. Echt nicht übel, was du so drauf hast. Freut mich für euch. Scheint ja super zu klappen. Aber das wahre Training beginnt erst noch. Ich warte auf euch im nächsten Drago-Stadion. Bye, Bitches. Ah, oh, lovely. Da fliegt er von dann. Endlich mal wieder ein Kapitel zu 100% abgeschlossen. Was? Cooldown? Nein. Auf gar keinen Fall möchte ich einen Cooldown. Das sind bei 18 Minuten oder so. Ah, gibt's hier auch noch keinen Shop? Damn, ich dachte in Kapitel 2 gibt's schon einen Shop. Okay. Wir können jetzt alle Übungen einsetzen. Also lasst uns doch einfach so viele wie möglich davon ausprobieren. Ja, ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch ein bisschen was wechseln, auf jeden Fall. Also A möchte mir das sagen, dass ich das Kapitel davor zu 100% abgeschlossen habe. Danke, weiß ich. Mich ärgert es halt immer noch ein bisschen. Ich würde es, glaube ich, noch einmal probieren wollen. Ich gehe nicht davon aus, dass das heute was wird, aber...
gebe dem jetzt eine Chance. Steuerungstechnisch Katastrophe. Wie habe ich da jemals 10.000 Punkte gekriegt? Vielleicht wirklich mit einem neuen Ring-Con und neuen Joy-Cons, keine Ahnung. So auf jeden Fall nicht. Achso, ich wollte die Übung wechseln, ne? Ja, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Ja, komm, komm. Ja, 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 danke. Landkarte bitte. Und ich wollte in die Übungspalette. So, und ich würde ganz gerne... Einfach mal wieder stumpfe Knieheben mit reinnehmen. Bin auch schon ewig nicht mehr. Guck mal, Schenkelpresse haben wir heute schon zweimal gemacht. Das ist auch Single Target, das passt doch wunderbar. Seitliche Winkelhaltung war jetzt so lala, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich nicht so überzeugt. Jetzt mal stattdessen Kriegerhaltung 1 ausprobieren. Vielleicht ist das ja eine Sache, die besser geht. Nein! Gott verdammt. Okay. Dann halt nochmal so. Ich packe gerade mal die Überkopfbeuge noch rein. Die hatten wir heute auch noch nicht statt Bein anziehen. Alright. Mal gucken, ob ich das alles mache. Let's go. Muss ich mir einmal die Nase putzen. Sorry. Alright.
los geht's. Eine Übung für den Rücken. Okay, gut so. Schön, du bist spitze. Toll, spitze. Okay, super toll. Gut, super klasse. Wunderbar. Fantastisch. Super. Perfekt. Okay. Elegant. Genau. Weiter so. Toll. Noch 20. Jawohl. Spitzenklasse. Super! Spitze! Gut so! Super klasse! Super! Ganz toll! Und jetzt schneller! Spitze! Super! Jawohl! Gut! Ganz toll! Noch 10! Okay! Weiter so. Prima. Schön. Superklasse. Noch 5. Weiter. Toll. Noch 3. Genau. Spitze. Noch einmal. Gut so. Toll gemacht. Steh wieder auf. Aber keine Eile, ja? Da habe ich mich ein bisschen natzen lassen. Bleib in die Knie und spann. Okay, wähle eine Übung. Da habe ich gedacht, als das Monster draufgegangen ist, ah ja, das war's dann auch. Okay, ich bin gerade nicht sicher, ob ich vielleicht ein ganz bisschen Nasenbluten habe. Dass wir jetzt fertig wären mit dem Kampf, nachdem dieser Monster fliegt weg Sound kam. Und dann fiel mir ein, nein, Moment, wir hatten nicht nur ein gelbes, sondern ein gelbes und ein rotes Monster. Zum Angreifen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwann mal so ein Set... Oh, es wäre voll gut, wenn man Sets speichern könnte, einfach. Kann man das? Ich glaube nicht, ne? Also einfach so ein Set von 10 Übungen einfach speichern und halt laden? Das wäre fantastisch. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal so ein reines Cardio-Set machen, wenn wir das hinkriegen. Also einfach so 10 Cardio-Übungen und dann einfach mal so eine halbe, dreiviertel Stunde durchballern. Knie heben! Schwungvolle Bewegungen! Rechts, links, 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 rechts. Knie heben kann den Bauch stärken. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hälfte geschafft. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Noch 20. Links, rechts, links, rechts, links, rechts.
Noch fünf. Links, rechts, links, rechts. Tadellos. Der Gegner ist benommen. Das ist unsere Chance. Power Sumo Squats. Das wird nicht. Dauerfeuer. Nicht nachlassen. Das reicht wahrscheinlich schon. Das freut die Muskeln. Weiter gegen deinen Bauch. Ja, toll gemacht. Ha! War das gerade nur ein Kampf? Runter in die Hocke. Ja, da war ja was. Und hoch. War das in dem Level gerade wirklich nur ein Kampf oder habe ich einen verdrängt? Hm. Jo, weiter auf jeden Fall und dann will ich definitiv noch die Kiste mitnehmen. Wie lange geht das noch? Ja, 4 Minuten machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, Übung ist fein. Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch was wechsle, aber ist okay. Los geht's! Haben und wähle eine Übung. Core Twist. Schön drehen. Rechts, links, 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 rechts. Körpermitte stabil. Weiter. Ich war schon so drauf fokussiert zu sagen, das ist ein viel angenehmeres Tempo als beim Draco-Kampf eben für den Core-Twist. Beim Draco-Kampf war mir das echt zu langsam, ganz ehrlich sagen. Ja komm, wenn wir schon keinen Cooldown haben, dann nutzen wir das aus und machen das normal. Core-Twist! Finde ich gut. Schön drehen! Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts,
gerade. Rechts, links. Das freut die Muskeln. Wenn du was aufsaugen willst, zieh dich auseinander. Runter in die Hocke und hoch. Abschluss! Oh, das waren 2,5 Minuten. Das war halt nix. Na, dann können wir das Minispiel auch noch machen. Mal gucken, welchen Rang wir erreichen müssen. Ah, Bonus ab Rang A. Okay, Rang A ist fein. Hoffe ich. Ich könnte die Tutorials überspringen. Fertig? Los! Auch mit der Brust drücken, nicht nur den Händen. Super toll! Ringkon beim Ausatmen drücken. Gerade einfach komplett abgeräumt. Kann man mal machen. War aber auch echt Anfängerlevel. Also stand ja auch am Anfang dran. Es war echt langsam. Aber hey, dafür, dass es früh morgens und vorm Frühstück ist, fair point. All diese Münzen werden wir niemals ausgeben. Ja, ich glaube, die 30-Minuten-Bewegung hätte ich schon ganz gern, von daher nehme ich das Level noch mit rein. Das Schreckensfeld. Gucke aber vorher nochmal in die Übungspalette. Was kommt denn da rechts noch so? Was ist denn die... denn die Kniehebe-Kombo? Oh, das ist... Okay. Ich war gerade so verpeilt. Ich dachte so, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kniehebe-Kombo 3 und 4? Aber ja, der Unterschied ist einfach der Schaden. Gott, hatte ich schon erwähnt, dass es früh morgens ist. Ja, nee, that's fine. Oh, Trizepsbeuge sehe ich vielleicht ein bisschen. Statt der Abwärtspresse, die hatten wir heute schon zweimal, passt so. Und los geht's!
Okay, nicht mehr so früh. Ja, okay, hast recht. Es ist inzwischen auch einfach schon 8:30. Ist trotzdem noch vorm Frühstück. Und wobei, ich bin echt schon lange wach. Ich bin schon fast 3 Stunden wach. Krass.
eine Übung zum Angreifen. Kriegerhaltung 1. Oh Gott, das wird anstrengend. Langsam nach links beugen. Und langsam zurück. Strecke beim Kriegen der Arme die Brust heraus. Seitenwechsel, Beine wechseln. Langsam nach rechts beugen. Und langsam zurück. Rücken strecken, Oberkörper gerade. Okay, wähle eine Übung. Das hat erbärmlich wenig Schaden gemacht. Knie heben. Schwungvolle Bewegungen. Rechts, links, 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 rechts, knie schön nach oben. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, Hälfte geschafft. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, noch 20. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, noch 10. Rechts, links, rechts, links, noch 5. Links, rechts, links, rechts. Tadellos, etwas mehr. Leicht in die Knie und spannen. Wasser trinken nicht vergessen. Überkopfbeuge. Und los geht's. Das trainiert deinen Rücken. Okay. Super klasse. Gut. Super klasse. Gut so. Schön! Fantastisch! Jawohl! Spitzenklasse! Toll! Super! Ganz toll! Genau! Superklasse! Wunderbar! Okay? Super toll! Spitze! Okay! Weiter so!
super! Du bist spitze! Prima! Perfekt! Genau! Spitze! Spitze! Superklasse! Elegant! Wunderbar! Spitzenklasse! Super! Superklasse! Schön! Ganz toll! Und Turbo! Okay? Okay! Harte Sache. Die Übung sieht, glaube ich, nach nichts aus, aber damn ist die anstrengend. Runter in die Hocke und hoch. Abschluss! Boah, da merke ich meinen Rücken. Holy shit, ich glaube, die Überkopfbeuge will ich drin lassen. Die ist gut. Alter Finne. Aber gute Sache. Ja gut, dann steigen wir nächstes Mal mit dem Draco-Level ein. Also mit dem Bosskampf, aber das ist auch okay. Machen wir jetzt Cooldown. So, 38 Minuten ist auch fein. Wir müssen ja nicht jedes Mal so eine 52-Minuten-Session machen. Oh, wir haben irgendein Achievement. Ah, Knieheben 4000 Mal. Stimmt, die hatten wir wenig drin, weil die dann irgendwann wenig Schaden gemacht hat. Moin, Knolle. Mal Kriegerhaltung 1, okay, ja, die haben wir in der Tat sehr wenig gemacht bislang. Stretching, ja, da werde ich doch dann direkt mal den Beingurt los. Das statische Stretching beginnt. Den Ringhorn brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper und dehne dich nur so weit du kannst. Stehe breiter, berühre die Knie und gehe dann in die Hocke. Drehe die linke Schulter nach innen und dehne das linke Hüftgelenk. Blicke wieder nach vorn. Dehne nun das rechte Hüftgelenk. Die Knie dürfen nicht nach innen gebeugt sein. Langsam zurück. Winkle das linke Bein an und halte den Fußknöchel hinter dir. Ziehe das Knie nach hinten, um den Oberschenkel zu dehnen. Und nun die andere Seite. Greifst du die Fußspitze, werden auch die Schienbeinmuskeln gedehnt. Langsam zurück. Strecke den linken Arm zur Seite und halte ihn mit dem rechten fest. Drücke den Arm an dich und dehne die linke Schulter. Und nun die andere Seite. Bitte achte darauf, nicht die Hüfte zu drehen. Langsam zurück. Halte die linke Hand vor und ziehe die Finger mit rechts nach hinten. Strecke den linken Arm vor und beuge das linke Handgelenk nach hinten.
Und nun die andere Seite. Der Ellbogen des vorgestreckten Arms bleibt gerade. Und langsam zurück. Verschränke die Finger vor dem Körper. Strecke die Handflächen vor und dehne deinen Rücken. Und langsam zurück. Das Stretching ist zu Ende. Gut gemacht. So, nochmal ein bisschen Nacken dehnen extra. Die Stretching-Position sieht aus, wie wenn man mit dem Arsch nicht die Klobrille einer öffentlichen Toilette berühren will. Ja, das, ich meine, es gibt viele Sachen, die hier fragwürdig aussehen. Ich sage nur die Armstütz oder die Sumo-Squats. Also von daher. Soll ich bei Muskelschmerzen trainieren? Nicht übertreiben. Leg Pausen ein. Quäl dich bei Muskelschmerzen nicht, sondern lege lieber eine Trainingspause ein. Was du erreicht hast, verschwindet nicht schon nach kurzer Zeit, also lass es ruhig angehen, bis die Symptome verschwunden sind. Wenn die Muskelschmerzen nach einer angemessenen Zeit nicht abgeklungen sind, such bitte einen Arzt auf. Alrighty. Ich fand, fürs Start ins New Game Plus Plus war das tatsächlich ganz fein. Nächstes Mal dann Draco-Kampf und dann tendenziell der erste Shop mit neuen Klamotten. Oh, wir haben noch einen Angriffsdrink, den habe ich jetzt gar nicht genommen. Mal gucken, ob ich da nächstes Mal dran denke. Wahrscheinlich nicht mehr. Wobei, nächstes Mal ist tendenziell schon morgen. Ja. Nächstes Mal tendenziell morgen früh. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.